gegen jeden. Heute mit diesen 12 Kandidaten. Henning Wellbrock, Lehrer aus Freiburg. Johannes Berron, Angestellter aus Korntal. Nikolai Tust, Abiturient aus Eitorf. Christine Kröber, Studentin aus Elsfleth. Lutz Schumacher, Verwaltungsbeamter aus Königswinter. Hans-Peter Mütschenich, Einzelhandelskaufmann aus Bornheim. Marc Schröder, Student aus Köln. Christa Fritz, Kauffrau aus Jestetten. Gerda Gut, Hausfrau aus Rhino. Claudia Hommers, Studentin aus Recklinghausen. Ernst-Georg Negwer, Diplom-Wirtschaftsingenieur aus Niederwern. Und Markus Rund, Student aus Göttingen. Jeder gegen jeden. Die spannende Quizshow mit Hans-Hermann Gockel. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Unsere Kandidaten hier im Studio sind bester Dinge. Warum auch nicht? Es geht zwar um 5000 Mark, aber am Ende geht es doch immer friedlich zu. Das war bei dem Mann, um den die erste Frage geht, nicht immer so. Henning, die Frage geht an Sie. Seine Markenzeichen sind eine dunkle Augenbinde und ein Z als Initiale. Wie heißt der Abenteuerheld? Zorro. Johannes, Sie sind hier in dieser Sendung genau richtig. Ich habe gelesen, Sie interessieren sich für Weltpolitik, Völkerkunde, Geografie und sind Mitglied der Gesellschaft für alte Musik. Johannes, ja. Mal sehen, ob Sie sich auch im Thema Sport auskennen. Oh nein. Warum nicht? Kein Schwerpunkt. Sport. Leider nicht. Abwarten. Ja. Wer war der letzte Gegner von Henry Maske? Virgil Hill. Nikolai, welche Muschelart gilt als ganz besondere Delikatesse und wird in feinen Kreisen kalt geschlürft? Die Auster. Genau. Christine, wie viele Buchstabenreihen findet man auf der deutschen Tastatur eines Computers? 4. 3. Lutz, wie heißt das Kartengeduldsspiel, das nur von einer Person gespielt werden kann? Passionsleben. Richtig, Hans-Peter. Das größte Kaufhaus Deutschlands ist das KDW in Berlin. Wofür steht das Namenskürzel? Kaufhaus des Westens. Kaufhaus des Westens. Ja, richtig, da haben Sie gerade noch Glück gehabt. Marc, wie heißt der dreiköpfige Streckmuskel im Oberarm? Trizeps. Ja, Christa? Am Anfang Ihrer Frage ein Zitat. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Welches Gesetz beginnt mit diesen Worten? Das Grundgesetz. Ja, richtig. Und Gerda, Sie möchten gerne Märchen schreiben. Warum hat es bislang noch nicht geklappt? Keine Zeit. Keine Zeit? Ab und zu mal so eine halbe Stunde am Tag? Muss doch drin Kaum sein. Drin. Welches Märchen wollen Sie denn schreiben? Aus arabischen, aus indianischen und chinesischen Märchen, die Leitfiguren neu umgestalten. Ich glaube, das wird ein Bestseller. Gerda, machen Sie sich ans Werk. Ihre Frage. Der größte europäische Werftenkonzern brach 1996 zusammen. Wie heißt das deutsche Unternehmen? Vulkan. Richtig, der Bremer Vulkan. Claudia, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund, war der erste Erfolg welcher deutschen Sängerin? Nicole. Ja, das stimmt. Ernst-Georg, wie bezeichnet man in der Rechtschreibung das Satzzeichen, das nach einem Befehl steht? Ausrufezeichen. Stimmt. Und die letzte Frage der ersten Runde, Markus, geht an Sie. Wo befinden sich die sprichwörtlichen Bretter, die die Welt bedeuten? Auf der Bühne. Ja, natürlich, im Theater. Und das war die erste Runde. 9 Kandidaten haben bislang alles gewusst. Das macht sich doch gut. Mal sehen, wie es weitergeht. Henning, die zweite Runde beginnt wieder mit Ihnen. Was muss laut Liedermacher Reinhard May über den Wolken wohl grenzenlos sein? Die Freiheit. Ja, das stimmt. Jeder gegen jeden. Wen bitte wählen Sie? Ich wähle die 6. Hans-Peter, wie bezeichnet man die seitliche Begrenzung des Billardtisches? Bande. Richtig. Ich nehme die 12. Markus, was für ein Obst ist die gute Luise? Wer soll das wissen? Ja, Sie. Die Birne. Ja, richtig. Gut geraten. Prima, Markus. Ja, danke, so. Danke. Ja. Wie geht's denn weiter? Mit der 2, bitte. Mit Johannes. In welchem utopischen Land spielt die unendliche Geschichte, Johannes? In Phantasien, ein Buch von Michael Ende. Die unendliche Geschichte. Markus, Ihre Wahl? Dann die 3. Nikolai, wie heißt der sagenumwobene
Schneemensch im Himalaya? Yeti. Ja, richtig. Die 9. Gerda, welcher Schauspieler hatte einen Riesenerfolg als Indiana Jones? Das weiß ich nicht. Harrison Ford. Die 7. Wer erhielt den Beinamen Lügenbaron? Marc? Münchhausen. Richtig. Die 3. Nikolai. Die Fantastischen Vier machten den deutschen Rap salonfähig. Wie hieß ihr erster Hit? Ich weiß es. Aber es will nicht raus, ne? Die da. Marc nochmal? Ja, die 2. Johannes. Ihre Frage, welches Utensil muss in jedem Pkw mitgeführt werden und bei einer Panne aufgestellt werden? Ein Warndreieck. Richtig, Ihre Wahl? Nummer 10. Claudia, mit spitzen Ohren und einer pragmatischen Lebenseinstellung wurde welche Figur aus dem Raumschiff Enterprise weltberühmt? Mr. Spock. Ja, natürlich, Spocky. Die 3. Nikolai, vom All auf den Boden der Tatsachen. Den Poloschläger darf man nur mit welcher Hand führen? Mit der rechten. Richtig, aus Sicherheitsgründen. Interessanterweise, habe ich auch noch nicht gewusst. Aber man lernt immer dazu, das ist doch schön. Auch in dieser Sendung, natürlich. Die 5. Lutz, wie heißt das Stammschloss und die Sommerresidenz der englischen Könige? Windsor. Richtig. Ich nehme die 9. Gerda? Welcher berühmte Jagdflieger des Ersten Weltkrieges wurde auch der Rote Baron genannt? Von Richthofen. Stimmt. Die 10. Claudia, wie heißen in der Musik die beiden Tongeschlechter? Keine Ahnung. Dur und Moll. Gerda nochmal? Die 11. Ernst Georg, welches Tier gilt als Vorfahre der Elefanten? Das Mammut. Ja, richtig. Nummer 2. Zurück zu Johannes. Was ist Esperanto? Eine Kunstsprache. Völlig korrekt. Ihre Wahl? Nummer 8. Christa, welche Straße in Manhattan gilt als Zentrum des amerikanischen Theaterlebens? Der Broadway. Ja. Die 4. Christine, die Landesfarben welches Bundeslandes sind blau-weiß? Bayern. Stimmt. Die Nummer 7. Marc, woran erkennt man den Rang eines Karatekämpfers? Im Gürtel. Stimmt, schwarz, der höchste Rang. Ja, die 4. Christine, welche Stadt gilt neben Gomorra als Sinnbild der Sittenlosigkeit? Sodom. Ja. Die 12. Markus, wie wird der traditionelle japanische Ringkampf genannt? Sumo. Stimmt. Dann die 6, bitte. Hans-Peter, die größte Burg Europas steht in Prag. Wie bitte heißt sie? Gute Frage. Goldene Burg. Hradschin. Dann die 5. Lutz, wer schrieb das Buch Die Farm der Tiere? Da muss ich passen. George Orwell. Nehme ich die 2. Johannes, welcher berühmte Feldherr wurde in Belgien bei Waterloo, von mir aus auch Waterloo, vernichtend geschlagen? Napoleon. Ja. Nehme ich die 4. Christine, wie heißt die größte der ostfriesischen Inseln? Sylt. Borkum. Johannes nochmal. Nummer 6. Hans-Peter, in welchem Gebäude wurde der Versailler Vertrag unterzeichnet? In einem Eisenbahnwaggon. Im Schloss Versailles. Nummer 10. Claudia, wie viele Violinen werden im klassischen Streichquartett gespielt? 4. 2. Nummer 3. Nikolai, welche Farbe hat die Auslandsversicherungskarte für Autofahrer? Rosa. Grün. Ach. Ja, Johannes, Sie bestimmen nach wie vor. Die 1. Henning, mit dem Hit Big in Japan landete welche deutsche Band in den Charts? Bab. Alphaville. Nummer 9. Gerda, was für einen Baum ließ die Göttin Athene auf der Akropolis wachsen? Olive. Ja.
Die 8. Christa, in der Geschichte Frankreichs gab es schon mehrere Republiken. Die wievielte zählt man im Moment? Die 12. Die 5. Gerda, wie geht's weiter? Die 7, bitte. Mit Marc. Wie heißt die berühmte Flaniermeile in Barcelona zwischen dem Place de Catalunya und dem Hafen? Muss ich passen. Das ist die Rambla. Gerda nochmal. Die 6. Hans-Peter, die Fußballer welches Nationalteams werden Azzurris genannt? Italien. Richtig. Die 1. Henning, wie nennt man die Übergangszone der Sahara zur Dornstrauchsavanne? Die Sahelzone. Richtig. Ihre Wahl bitte. Die 2. Johannes, welcher deutsche Schlagersänger sang Manchmal möchte ich schon mit dir? Oder Jürgens? Roland Kaiser. Henning nochmal. Dann die 3 bitte. Nikolai, wer war von 1945 bis 1974 Direktor des Frankfurter Zoos? Senckenberg. Bernhard Jimmick und auch Nikolai ist raus. Henning, Sie wählen die 6 bitte. Hans-Peter, wie bezeichnen wir umgangssprachlich Ethanol? Benzin. Als Alkohol, von mir aus auch als Weingeist, aber Hans-Peter ist raus. Ja, Henning. Tja, dann nehme ich die 4. Christine, welches Amt bekleidete Max Streibel zuletzt? Er war Zirkusdirektor. Eine interessante Antwort, aber eine falsche. Christine, er war bayerischer Ministerpräsident. Das ist ähnlich. Was heißt das, Henning? Was wollen Sie mir damit sagen mit Ihrer Bemerkung? Politik ist manchmal auch ein etwas zirkusähnliches Geschäft. Allerdings. Schießen Sie los. Wo wir gerade in der richtigen Stimmung sind. Noch jemand aufrufen? Ja, bitte. Ja, Hilfe. Dann nehme ich jetzt mal den Markus. Die Nummer 12. Wie heißt der Ankleideraum für die Geistlichen in der Kirche? Sakristei. Dann bitte die Claudia. Nummer 10 bitte. Welchen Spitznamen, Claudia, bekam der Hunsrücker Räuberhauptmann Johann Bückler? Hotzenplotz. Schinder Hannes. Und Claudia hat's erwischt. Henning. Ach, ich will ja nicht alle Leute abschießen hier. Den Mark bitte, Nummer 7. Wie nannte sich die Gruppe von Hitler-Gegnern, die sich 1942, Mark, um Graf von Moltke bildete? Weiße Rose. Kreisauer Kreis. Dann den Lutz, Nummer 5 bitte. Lutz, auf welchem Kontinent liegt Karthago? Afrika. Richtig. Ich wähle die Nummer 1. Henning, wer hieß bei Heinrich Heine Atatroll? Das weiß ich nicht. Der Bär. Ja, dann wähle ich Nummer 7. Marc, wie nannte sich die Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst als russische Zarin? Katharina die Große. Ja, das stimmt. Die 9. Gerda, welcher ehemalige Alterspräsident des Deutschen Bundestages heißt eigentlich Helmut Flieg? Bundestag. Weiß ich nicht. Stefan Heim. Marc? Die 9. Noch einmal, Gerda. Wie heißt der böhmische Rundtanz im Zweivierteltakt? Masurka. Polka. Und Gerda ist raus. Marc? 5. Lutz, wer war der Lehrer und Erzieher von Alexander dem Großen? Muss ich passen. Aristoteles. Marc, wie geht's weiter? Die 5. Wieder Lutz, er macht über den Doppelschlag hier. Ja. Ne? Welcher Tierklasse gehört der Aal an? Der Knochenfisch ist es. Richtig. Ich nehme die Nummer 8. Christa, wer erzählt die Märchen in Tausend und einer Nacht? Scheherazade. Richtig. Die 12. Markus, welches Tier gilt als Symbol der Franzosen? Der Hahn. Richtig, der gallische Hahn. Ihre Wahl? Ich nehme dann bitte die 8. Christa, wer verkörperte den Repo Man im gleichnamigen Film von Alex Cox? Das weiß ich nicht. Emilio Estevez. Dann nehme ich den Mark, die 7. Wie hieß die Massendemonstration, die 1919 Anlass zur Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht war? Keine Ahnung. Da
Das war der Spartakusaufstand. Jetzt die 5. Lutz, welcher römische Statthalter verlor die Schlacht im Teutoburger Wald? Das weiß ich nicht. Varus, 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 gib mir meine Legionen wieder. Das war der berühmte Ausspruch. Bis jetzt war es doch gar nicht so schwer, oder? Aber nun im Finale aufgepasst. Christa Fritz aus Jestetten. Wenn Christa gewinnt, möchte sie sich Zeit nehmen, um ein Buch zu schreiben. Christa startet die 3. Runde mit 1 Punkt. Ernst-Georg Nickwehr aus Niederbern. Ernst-Georg ist Schiedsrichter beim Korbball. Mal sehen, ob er heute hier einen Treffer landet. Er hat bis jetzt alles gewusst und geht mit 3 Punkten ins Finale. Und Markus Rund aus Göttingen. Er liebt alternative, unabhängige Theater. Markus beginnt die Endrunde mit 2 Punkten. Auch wenn ihr ein wenig aufgeregt seid, liebe Kandidaten, strengt euch noch mal richtig an. Es lohnt sich, stimmt's, Hans-Hermann? Mit Sicherheit, denn es geht um 5000 Mark. Sind Sie bereit? Dann bitte volle Konzentration. Hier kommt die erste Frage. Wer war im ersten Kabinett von Konrad Adenauer der Außenminister? Er selbst, der Kanzler also. Wenn Sie in England Sauerkraut essen wollen, was bitte bestellen Sie dann? Sauerkraut, so heißt das da nämlich auch. In welcher geometrischen Form sind die Pins beim Bowling aufgestellt, Ernst-Georg? Im Dreieck. Richtig. Was musste der Filminspektor Clouseau bewachen, als er den rosaroten Panther beschützen sollte? Einen Diamanten. Wenn das weiter so geht, dann wird das eine sehr sprachlose Sendung hier. Ab wie vielen Jahren darf ein Jugendlicher ein Mofa bis 50 Kubikzentimeter fahren? Ernst-Georg? Ab 14. Ab 15. In welcher Sportart benutzt man ein Reck? Markus? Ein Turn. Richtig. Wie heißt die hochkarätige amerikanische Familie, in der Arnold Schwarzenegger einheiratete? Onassis, glaube ich. Die Kennedys. In der Gestalt welchen Tieres wird der altägyptische Friedhofs- und Totengott Anubis dargestellt? Als Schakal. Das kommunistische Manifest beginnt mit den Worten: Ein Gespenst geht um in Europa. Welches Geisterwesen bitte ist gemeint? Das Gespenst des Kommunismus. Wer trainiert die Fußballprofis von Bayer Leverkusen? Markus? Christoph Daum. Ja. Von welcher deutschen Programmzeitschrift wird die goldene Kamera vergeben? Christa? Von der Hör zu. Richtig. Wer gilt als Apostel der Deutschen? Der heilige Bonifatius oder auch Winfried genannt. Wie heißt die Gouvernante von Heidis Freundin Clara? Fräulein Rottenmeier. In welcher Stadt in Sachsen kann man über die Brühlsche Terrasse spazieren? Christa? In Dresden. Richtig. Wer schrieb den Roman Die Poggenpools? Theodor Fontane. Welches Instrument spielte Stan Getz? Das Saxophon. Mit wie vielen Staaten hat Deutschland eine Grenze? Mit 9 Staaten, ganz kurz, Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen. Die nächste Frage. Wer ist in Schleswig-Holstein Ministerpräsidentin? Christa? Heide Simonis. Richtig. Christa, Sie haben 3-mal richtig geantwortet. Wie bitte geht's weiter? Mein Nachbar zur Linken, bitte. Ernst-Georg, auf wen warten die literarischen Figuren Wladimir und Estragon in einem Theaterstück von Samuel Beckett? Auf Godot. Ja, richtig. Ihre Wahl? Ja, der Markus. Welches Kürzel steht für die Organisation der erdölexportierenden Länder? OPEC. Ja. Dann die Christa, bitte. Wie wird in der Erbmonarchie das Thronfolgerecht erworben? Durch Geburt. Das stimmt. Ach so,
Der Ernst Georg. Welcher Popstar, Ernst Georg, schickte Anfang der 70er Jahre Major Tom auf eine Weltraumreise? Muss ich passen. David Bowie. Christa nochmal? Dann Markus. Zwischen welchen beiden deutschen Städten fuhr die erste Eisenbahn? Nürnberg-Fürth. Stimmt. Dann jetzt bitte Ernst Georg. Wie viele Streifen hat ein Admiral auf seiner Schulterklappe? 4. Richtig. Ja, der Markus. In welchem Bundesland liegt das Neandertal? In Nordrhein-Westfalen. Richtig. Dann die Christa, bitte. Stonewashed Jeans, Christa, werden mit welchem Stein gewaschen? Mit Kieselstein. Mit Bimsstein. Ernst Georg. Wie heißt das jüdische Erntedankfest? Yom Kippur. Das Laubhüttenfest. Ernst Georg ist raus. Markus, Sie wählen. An die Christa in der Mitte. Was für ein Edelstein ist der Stern von Delhi? Ein Saphir. Ein Smaragd. Der größte geschliffene Smaragd der Welt. Markus? Wieder die Christa. Welches, Christa, ist das japanische Nationalbrettspiel? Go. Stimmt. Markus? Die letzte Frage in dieser Finalrunde, Markus. Wie nennt man beim Tennisaufschlag das Übertreten der Grundlinie? Das ist der Fußfehler. Richtig, Markus, damit steht fest, Sie sind der Tagessieger mit 62 Punkten. 2 Punkte kommen dazu, das sind dann 64 Punkte. Aber Sie sehen auch selbst, das Monatsfinale haben Sie ganz klar verpasst. Was soll's? Herzlichen Glückwunsch. 5.000 Mark gehören Ihnen. Ich denke, da kann man eine ganze Menge mit anfangen. Auf jeden Fall. Was haben Sie vor damit? Noch mal gucken. Ich kann es gut gebrauchen. Vielleicht verreisen. Will mal sehen. Weit weg. Genau. Ist ja jetzt auch die Reisezeit. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich denke, wir sehen uns wieder bei Jeder gegen Jeden. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.